Es war gegen 20 vor 12, als Feuerwehren aus der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen und Samtgemeinde Grafschaft Hoya hier in die Ortschaft Wöpse alarmiert worden sind. Gemeldet war ein Dachstuhlbrand in einem reetdachgedeckten Haus. Hinter uns befindet sich ein Gelände mit mehreren Gebäuden, einem Hauptgebäude und diversen Nebengebäuden, die teilweise mit dem Hauptgebäude verbunden sind. Und beim Eintreffen der ersten Kräfte hier vor Ort stand tatsächlich der Dachstuhl des Haupthauses bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte auf das erste direkt angrenzende Nebengebäude bereits übergegriffen. Und die Einsatzkräfte haben sich dann natürlich darauf konzentriert, mit dem zunächst zur Verfügung stehenden Wasser weitere Nebengebäude zu schützen, was auch gelungen ist. Eine große Scheune, die nicht reetdachgedeckt ist, konnte am Ende gehalten werden und auch eine zweite Scheune, auf die das Feuer im Laufe des Einsatzes zulief, konnte durch eine Riegelstellung gehalten werden, sodass insgesamt aber trotzdem nach Überschlag auf weitere Gebäude 4 Gebäude abgebrannt sind. Und die Feuerwehr ist also mit einem Großaufgebot an Kräften hier im Einsatz. Insgesamt 140 Feuerwehrkräfte aus den beiden Gemeinden sind hier vor Ort. Ja, das ganze Grundstück ist zurzeit unbewohnt. Nach unserem Kenntnisstand, es ist zurzeit unbewohnt und sollte nach unserem Kenntnisstand eventuell verkauft werden. Ja, wir haben zusätzlich zu den 5 Ortsfeuerwehren, die hier vor Ort sind, noch 2 Löschgruppen mit einer Drehleiter alarmiert. Das ist Sieke und Pferden, die hier an der Einsatzstelle sind, mit denen wir versucht haben, halt von oben gerade diesen massiven Dachstuhlbrand zu löschen. Und im Laufe des Einsatzes weicht dann der Boden immer mehr auf und so eine Drehleiter hat natürlich ein ganz schönes Gewicht, also die wiegt so zwischen 14 und 17 Tonnen. Und dann war es halt zwischenzeitlich kurz bedrohlich, weil die Drehleiter dann auch tief eingesackt war schon. Dann hat man den Einsatz mit der Drehleiter abgebrochen, hat dann mit Holzbohlen und so weiter untergefüttert und die Drehleiter letzten Endes hier aus diesem wässrigen oder sickernden Erdreich herausgezogen.